Kommst du? Ja. Es geht für 2 Tage nach London. Die Tür ist nicht offen. In London. Und machen uns auch immer auf dem Klo. War wundervoll, oder? Sehr schön. Jetzt heißt es erstmal Geld wechseln, denn das haben wir absolut noch nicht getan. Dann irgendwas zu essen finden, denn wir haben heute den ganzen Tag relativ entspannt und relativ frei. Aber jetzt auch erstmal hier zur Passkontrolle. Und du kommst ja. Ich habe keinen Pass. Freddy, also Sturmwaffel, wollte eigentlich mitkommen auf den kleinen Ausflug hier. Allerdings ist der krank. Hat viel gesoffen. Achso, ja. Krank. Genau. Und dreimal dürft ihr raten, wer auch krank ist. Genau. Ich wollte fast nicht mitgehen, aber ich hab's noch gewagt. Er hat es gewagt. Mein und jetzt, wie fühlst du dich hier? Kopfweh. Schwindel. Ja, mir ging es auch nicht ganz so gut, aber inzwischen ist ein bisschen besser. Hier wollen wir euch nebenbei noch präsentieren diesen wunderschönen Stecker. Mann, sieht er toll aus. Gesponsert von Davis. So wie es aussieht, dürfen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit im Underground verbringen. Es geht jetzt erstmal mit dem Heathrow Express bis zur Paddington Station und dann wird hier umgestiegen und dort umgestiegen. Das ist alles irgendwie ganz schön weit weg, weil wir müssen bis zur Old Street. Und das wird eine spannende Reise. Ich bin mir sicher, das wird eine super spannende Reise, die wir hier gemeinsam erleben werden. Und wir haben echt für London, zumindest jetzt in dem Bereich hier, ja, habt ihr ja auch schon sehr gutes Wetter, sehr gutes Wetter. Davis geht's auch immer besser, hat er mir gesagt. Er hat sich selten so das gut gefühlt gelogen wie heute. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Und dann sind wir gespannt, ob wir irgendwann ankommen. Ja. Nice ride. Schritte für diesen Ausflug in der Londoner Innenstadt. Nach wie vor wirklich ganz nices Wetter für sonnig, gar nicht so kalt. Sonnig, gar nicht so kalt für englische Verhältnisse. Kann man schon machen. Wir wollen jetzt, bevor wir erstmal weiterfahren zu unserem Hotel, weil das ist noch eine ganz schöne Strecke und so ein bisschen. Und essen. Was essen? Fisch und Chips reinfallen. Ja, das wollte ich gerade erklären. Achso, du bist einfach, du bist da so ein bisschen. Entschuldigung. Haben wir alles versaut. Kein Problem. Hier, guck mal, da kommt direkt passend getimt, den habe ich nur für euch bestellt. Ein so ein roter Bus angefahren. Ist jetzt keiner von den klassischen, aber es ist ein roter Bus. Und das muss auch reichen. Da kommt noch einer. Und da kommt noch einer, den habe ich euch auch bestellt. Und ein Principal Tower. Den habe ich bestellt. Den hast du bestellt. Und da hinten kommt noch irgendwie so ein. Ja, was nee. Auch immer. Das willst du dir ein Tattoo stechen lassen? Ja, aber sicher die Queen, ne, am besten. Ja? Ja klar, die sieht doch fein aus. Schon wieder ein roter Bus. Wir fahren ja andauernd rote Busse. Das ist ein weißer Wagen. Da gibt es auch noch Fish and Chips. Also wir haben jetzt 2 Läden, entweder den da hinten oder eben den hier. Den hier. Und danach fahren wir direkt weiter. Ja. Tschüss. Herzlich willkommen in einem Hotelzimmer und ich sage bewusst in einem Hotelzimmer,
Kannst du bitte aufhören, den. Kannst du, ich will hier wirklich, das soll hochwertig werden. Alles gut. Qualitativ alles kein gut. Fernseher jetzt an diesem okay. Punkt. Ich sage bewusst in einem Hotelzimmer, denn das ist gar nicht das Hotelzimmer, in dem wir eigentlich dachten, in dem wir landen. In dem ersten Hotel, in dem wir waren, hat es irgendwie nicht geklappt. Dann sind wir zu dem hier rüber geschippert in einem Taxi. Und dann mussten wir auch noch ein paar Stunden warten, bis wir dort reinkamen. Und dann hat es da irgendwie auch nicht richtig mit dem Zimmer geklappt. Also irgendwas ist in London los. Wir vermuten, die feiern alle, dass wir beide, Davidos, sich in London befindet. Genau, weil die heute, uns ja auch verstehen. Morgen ja, hier richtig. Und übermorgen. Und jetzt haben wir eben auch anstatt irgendwie so ein Einzelzimmer, das ist ja ganz okay, weil wir sind ja Suite Boys. Wir sind ziemlich offen für alle. Deswegen haben wir ein Doppelbett und so eine Suite genau. bekommen. Aber ich zeig euch die mal im Detail, sodass ihr wirklich ganz genau... mal im Detail. Sodass ihr wirklich ganz genau wisst, was passiert. Ihr müsst nicht wissen, aber die Brühe. Ihr müsst wissen, was passiert. Also, ihr betätigt dort die Klinke. Dann seht ihr Davis, der hier standardmäßig rechts in der... Richtig. Das war hier war der gerade drin, das kann man wieder zumachen. Genau. Hier so ein Blümchen. Kaffee. Ich will nicht drüber reden, was das ist. Eine Kaffeemaschine. Gläser. Ein Schritt. Ja. Magazine. Ein Stuhl. Ein Schritt. Ja. Das hier ist ein Fernseher. Hier sind zwei Pferde. Die haben wir natürlich dazu bestellt. Die haben wir dazu bestellt. Und diese zwei... Tickets! Ich glaube, die haben uns entdeckt hier. Draußen geht irgendwas. Ich kann es leider nicht filmen, weil ich nichts sehe. Leute, ich würde euch gerne was davon zeigen. Ihr könnt so ein bisschen rausgucken. Ja, also ich sehe nichts. Also irgendwas geht ab. Lassen wir uns davon nicht ablenken. Wir haben hier so einen Tisch. Da so eine Couch. Ja, habt ihr gesehen. War da drauf in dem Moment. Da das Herz- und Kernstück des Ganzen. Unser Bett. Unser Bett. Darin werden wir schlafen. Freue ich mich schon richtig drauf, weil Davis ist ja krank. Ja, und dann kann ich ihn ordentlich auch krank machen. Dann kann er mich ordentlich... Das will ich eigentlich nicht. Ablecken. Hier haben wir dann auch nochmal Spiegel. Da haben wir auch nochmal einen Spiegel. Da könnt ihr euch die genauesten Details reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Morgenmantel für die Frau. Das bist denn du. Der passt dir perfekt. Ja, ich bin größer als du. Aber nicht untenrum. So viel zu unserem Hotelzimmer. Jetzt ist Schlaf angesagt. Wow! Fuck! Was denn? Oh, ich hab die Legria richtig. Oh!